Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play zu Dark Parables, der Fluch des Froschkönigs. Ja, wir waren das letzte Mal, also ich persönlich war das letzte Mal in diesem Fischrätsel verzweifelt. Leider kann ich auch auf eure Tipps nicht hören, denn ich nehme das hintereinander auf. Aber gut, ich werde mich weiter durchrätseln. Ich habe zwischendurch jetzt nicht gespoilert. Ich habe nirgendwo im Internet nach einer Lösung gesucht. Sollte ich es also auf Anhieb schaffen, es ist wirklich reiner Zufall. So, dann gucken wir mal. Wir brauchten 20 Fische. Genau, und wir mussten diese Platten mit Hilfe der Knöpfe verschieben. Kann man die nicht auch anders anordnen, bitte? Ich habe mir es zwischendrin nicht mal weiter angeguckt. Ich kann jetzt auf Anhieb erstmal wahllos klicken. So, wir zählen erstmal. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zwei Fische mehr. Haben wir hier nicht noch was? Nein. Nein. Wieder was mit Überlänge. Haben wir hier was mit weniger Fischen? Nein, auch mehr. Das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind jetzt 8. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jetzt brauchen wir vorne einen mehr. Haben wir was mit 5 Fischen hier vorne? 6. Oh! Oh! Geschafft! Oh, okay, das war jetzt wirklich reiner Zufall. Ich habe mich gerade gewundert. Ich wollte gerade vorne draufklicken und dann kam die Platte vor. Aber ein Mond. Ein Halbmond. Eine Mondsichel. Das Mondjuwel. Wir nehmen es ganz genau. An dieser Tür fehlt ein Juwel in der Form eines Halbmondes. Echt? Das da? Hallo? Achso. Wieso geht sie nicht auf? An dieser Tür fehlt ein Juwel in Form eines Blitzes. Genau, man muss genau gucken. Hier waren zwei Aussparungen. So, wir hatten das letzte Mal schon festgestellt, dass ich die Schwanenscheibe für diese Tür schon habe. Oh, die Schuhe! Noch ein Chamäleon-Objekt. Ich sollte mehr auf sowas achten. Das... Vielleicht finden wir ja noch mehr. Vielleicht habe ich schon einige übersehen. Sicher einige übersehen. Und oh, ist der See schön. Ist das toll gemacht. Und die Schwäne sehen ja toll aus. Oh, die Schwanenprinzessin. Was haben wir hier? Überall stehen brennende Kerzen, was diesen Ort wie einen heiligen Schrein wirken lässt. Und was haben wir hier? Es hat geblinkt, habe ich gerade gesehen. Es ist ein Vorschlaghammer. Oh, lass uns bitte nicht diese wunderschöne Figur kaputt machen. Sieht aber aus wie aus Kristall oder so. So, nochmal der Hinweis mit den Kerzen und dem Schrein. Das Mondlicht spiegelt sich auf der ruhigen Oberfläche des Sees. Einfach traumhaft. Stimmt, ich glaube, an der Oberfläche war Nacht, als wir dort angekommen sind im Wald. Und Flasche mit dem Piratenschiff müssen wir finden. Ich sehe schon hier gleich zwei Teile auf Anhieb. So, ich... Ob das dazu... Ach, das Schmuckstück musste weg. Die Krone gehört hin. Ich würde sagen, dieser Bogen gehört dort nicht hin. Und das am Fuß glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Figur haben wir jetzt abgesucht. Mal gucken. Ja. Am Schwan sehe ich noch etwas, das nicht dahin gehört. Hier ist die Flagge. Ein blaues Tuch würde ich auf blauer Fläche verstecken, ganz ehrlich. Oh, ein Fisch. Hier ist was Grünes. Ist das das? Ja, das ist sogar das. Das ist cool. Also ich glaube, in diesen Suchspielen, das sind ja nicht direkt Wimmelspiele, das sind mehr Suchspiele. Reine Suchspiele. Ich glaube, sowas liegt mir besser, als wirklich zu wimmeln. So, das nicht. So, uns fehlt jetzt noch dieses schwarze Teil. Ist das jetzt so im See? Nein. Schwarzes irgendwas. Ja, mein Bildschirm ist heute so dunkel eingestellt. Das da, genau, das da. So, jetzt haben wir noch dieses Glasteil, glaube ich. Ist das der Handschuh hier? Nein. Weil hier hat er einen Handschuh und jetzt hier kein Handschuh. Toll. Auf einer Seite ein Handschuh und auf einer nicht. Und immer noch das blaue Tuch. Falls das ein blaues Tuch ist. Oder ist das das Segel? Soll ja ein Schiff sein. So ein blaues Tuch. Das? Nein. Nein. Wieder der Fisch. Ja, ein Fisch muss auch atmen. Kommt immer wieder nach oben geschwommen, um zu gucken, dass er auch ja atmet. Oh, da habe ich noch ein Teil. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Ich sehe den hinteren Teil etwas dunkler. So.
So, hier hinten haben wir ja nicht sehr viel gefunden. Hier waren, glaube ich, bloß zwei Teile. So, das könnte es doch gewesen sein. Denn wen schlägt dieser Teich nicht? Oder See. See, Teich. Und wir haben die Flasche komplett. So. Ja, und die Karte leuchtet wieder hell auf. Ich bin auf einem... Ja, das haben wir schon. Ich habe mir das Bild jetzt hoffentlich nicht angeguckt. Nein, ich habe nicht auf das Bild geachtet. Ich habe bloß auf die ersten zwei Zeilen geguckt. So, einen Vorschlag haben wir, ob wir damit das Schwert frei bekommen. Da hatten wir doch dieses Schwert im Stein. Wir sind halt nicht Excalibur. Können wir nicht rausziehen, weil wir nicht dieser König Arthur sind. Hier ist auch kein Merlin, hier ist der Froschkönig. Deswegen haben wir das königliche Schwert mit dem Vorschlaghammer befreit. Hiervon brauchen wir auch fünf. Fünf Flaschen und fünf Kunstvasen. Gut, das Schwert erinnerte ich mich nämlich fehlte hier. Als ob wir diese riesige Marmorsteinfigur schieben könnten. Oh. Lass mich dir dafür danken. Ich bin Prinzessin Eve, die erste Liebe des Froschkönigs. Nachdem mein Kuss ihr verwandelt hatte, hoffte ich, wir könnten glücklich leben bis an unser Lebensende. Jahre vergingen, schließlich Jahrzehnte. Während mein Haar langsam ergraute, blieb er jung. Ich erinnere mich noch an jenen Tag, als er mich in Händen hielt und ich meinen Atem aus. Und zu diesem Zeitpunkt, in einem Zustand der Trauer und des Leidens, verwandelte er sich zurück in einen Frosch. Es begann, diesen Zyklus immer und immer wieder zu durchleben. Kuss, Verwandlung, Tod der Geliebten. Ich weiß, du bist hier, um die Tochter des Kanzlers zu retten. Doch um dies zu tun, musst du zunächst den Fluch des Königs brechen. Nimm diesen Schlüssel zum Gewächshaus. Dort wirst du deinem Ziel ein Stück näher kommen. Viel Glück. Okay, wir haben einen Gewächshausschlüssel gekriegt und sind automatisch in Kapitel 3 gelandet. Okay, und ich glaube, ich habe meinen Fehler gerade erkannt. Ich glaube, der Fluch des Froschkönigs ist der zweite Teil. Jedenfalls scheint hier noch einer davor zu kommen mit Dornröschen. Ich habe auch dieses Spiel gespielt. Und ich wusste nicht, dass das der erste Teil war. Gut, es tut mir leid, wenn ihr euch den jetzt hier dementsprechend zuerst anseht. Aber naja, ich werde den ersten Teil dann gleich nach diesem aufnehmen am besten. Aber machen wir erstmal in diesem weiter. Die Karte hatte gerade geleuchtet. Meine Anwesenheit hier hat den Geist der Prinzessin Efeu herbeigerufen. Sie flehte mich an, den Fluch des Froschkönigs zu brechen. Nur so könne ich die Tochter des Kanzlers retten. Doch wenn der König tatsächlich unsterblich ist, wie kann ich ihn aufhalten? Zum einen das und zum zweiten, kann mir ein Geist einen Schlüssel geben. Ja, doch, das frage ich mich wirklich. Glocke. Dieses Gebäude ähnelt einem Tempel. Es gibt fünf Bögen, einen für jede Statue. Wir raten vorneweg mal die kleine Meerjungfrau. Über der Statue der kleinen Meerjungfrau wurde eine Muschel eingraviert. Sag ich doch. Hier hat man dann die Schwanenprinzessin. Ist ein Schwan eingraviert. Das ist die Efeu-Prinzessin. Bestimmt ist da oben der Efeu eingraviert. Prinzessin der Efeu-Statue. Ja, ein Blatt eingraviert. Nur ein Blatt. Da ich hier oben den Apfel sehe, wird das bestimmt Schneewittchen sein. Genau, da steht die Statue von Schneewittchen. Und das glitzert. Das glitzert. Wir klingen es mal an. Ui! Wieder ein Sammelbild. Ein Schildemblem suchen wir diesmal. Ich sehe schon die ersten Teile. Deswegen klicke ich die jetzt mal wild drauf los an, in der Hoffnung, dass es wirklich Teile sind. So, das noch und dann hört es aber auch schon... Ach nein, hier oben noch. Das sehe ich noch. Das könnte eventuell auch noch dazu gehören. Ja, wir sind gut vorangekommen. Den Kopf habe ich hier gesehen. So, was haben wir jetzt? Die Stäbe habe ich hier oben in der Ecke gesehen. Genau, da waren sie. Und noch eine Feder. Ist das eine Feder? Könnte eine Feder sein. Ich suche eine Feder.
Aber über der letzten Statue, die jetzt geglitzert hat, war das ein Schuh? Ein Glasschuh? Stehen wir hier vor der Figur von Cinderella? Oh, hier sehe ich es gerade. Zweimal voll vorbeigeguckt. Und wir haben das Schildemblem zusammengesammelt. Jetzt glitzert es nicht mehr, wir können mal gucken. Das ist die Statue von Aschenputtel. Natürlich Aschenputtel. War so klar, da oben ist ein Schuh. Aber es ist sehr schön gemacht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, man wusste nie, wie diese Prinzessin heißt. Sie hatte keinen Namen bei der Froschkönig. Ich finde es sehr schön, dass sie ihr den Namen Efeu-Prinzessin gegeben haben. Efeu ist eine schöne Pflanze, wenn sie nicht gerade in den Hausputz hineinwächst. So, hier haben wir die Tiara-Sammlung. Steht hier unten ganz klein. Alles klar, hier ist ein Apfel, eine Muschel, der Efeu, Schuh und Schwan. Wir wissen natürlich sofort, von wem diese Tiaras sein werden. Leider haben wir noch keine. Was haben wir hier? Ein silbernes Schwert steckt in diesem Stein. Es scheint, als gehöre hier zwei Kelche hin. Okay, wir müssen noch Kelche suchen. Was ist das? Goldene Apparatur. Mit seltsamen Insignien. Darunter scheint etwas verborgen zu sein. Manche Wörter sind einfach zu schwer zu lesen nach wie vor für mich. Ich weiß nicht warum. Das Schildemblem. Gewächshausschlüssel. Das Gewächshaus war doch hier. Und natürlich finden wir auch gleich wieder ein Wimmelbild. Ein Skelettschlüssel. Und ich sehe hier unten auch gleich die ersten Teile. Das ist cool. Es ist eigentlich, wenn man schon einmal in dem Spiel war, extrem leicht, die Teile zu finden, wenn du wiederkommst. Weil du weißt, was vorher da war und was nicht. Du hast dir das Bild ja schon einmal genau angeguckt. Klar, manche Teile sind wirklich trotzdem gut versteckt. Ich sollte mal gucken, was ich noch finden muss. Aber es ist an sich wirklich sehr einfach gemacht. Ich finde das Spiel aber trotzdem toll. Es ist wirklich toll. Es ist zwischen Suchen und Rätseln, finde ich, ist eine sehr gute Abwechslung. Hier oben im Bild ist noch eins. Und das steckt hier so dazwischen, das letzte Teil. Und natürlich, wir haben den Totenschädel vergessen. Der steckt natürlich auf der Figur. Der neue Kopf der Figur. Ein Skelettschlüssel. Ist aber hübsch gemacht. So, wir wollten aber jetzt erst einmal ins Gewächshaus. Hallo? Ist das nicht das Gewächshaus? Oh! Ein Chamäleon! Ist das denn nicht das Gewächshaus? Hallo? Könnte zerschneiden. Gut, das ist nicht das Gewächshaus, hätte ich jetzt aber gedacht. Ach ja, hier ist die erste Flasche, die wir gesammelt haben. Genau. Okay, wo ist das Gewächshaus? Gewächshaus? Das ist ja von der Schwanenprinzessin. Das war Schneewittchen, genau. Oh, das ist kein Gewächshaus. Ich glaube jedenfalls nicht. Sag ich doch, ich glaube, hier wird ein Apfel reinpassen. Quadratischer Spiegel. Wir haben massig Gelumpe, aber wo komme ich weiter? Ja, hier kam ich auch. Hier vielleicht? Ach, hier ist wieder ein Bild. Ja, ich muss ein bisschen ablaufen und mal gucken, wo ich jetzt neue Bilder habe. Weil ich habe Angst, wenn ich zu oft in diese Karte, in dieses Buch reingucke, dass ich alles vorverraten bekomme, wo ich als nächstes hin muss. Ich will ja schließlich ein bisschen suchen. Hi, das habe ich aber vorher nicht... Ja, jetzt habe ich nicht richtig getroffen gehabt. Ja, manches ist sehr dünn, wie gerade dieser Reifen. Die musst du zwei- oder dreimal versuchen anzuklicken, bis du sie dann wirklich triffst. Perlen? Ja, brauchen wir noch. Bögen. Ach, die Tiara der Schwanenprinzessin basteln wir uns gerade zusammen. Ja, das hatte ich gerade nicht vorgelesen. Da liegen sie, wieder am Schwanenhals. Beim Schwan versteckt. Die Tiara, oh, das ist eine wirklich hübsche Tiara. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich stehe auf sowas. Es leuchtet, ich würde gern gucken, ob ein neuer Eintrag drin ist, aber ich getraue mich nicht. Weil ich ahne, dass es uns wieder zeigt, wo wir hin müssen. Ich guck mal kurz rein. Ich hab's gewusst, es ist ein Bild.
Dann muss ich nicht vorlegen, oder? Meine Anwesenheit hier. Nein. Es ist leider schon erledigt. Okay. Ich weiß, dass es eine Tür gezeigt hat, aber ich habe keinen Schimmer, welche. Ich suche also dementsprechend immer noch das Gewächshaus. Irgendwo hier lang? Nein. Hier sind wir ja nun nicht weitergekommen. Aber hier können wir das einsetzen. Genau. Hier hat das Schild reingepasst gehabt. Aber ich glaube, Münzen. Eine Silber- und eine Goldmünze brauchen wir hier noch. Ja, hier waren die Schiffe. Zum Kaputt machen wir leider immer noch nichts. Ja. Das ist jetzt etwas deprimierend. Haben wir hier vorne noch ein Wimmelbild, das wir machen können? Hier kommen wir ja auch noch nicht weiter. Ich möchte diesen hungrigen Fledermaus nur ungern belästigen. Okay, wir belästigen lieber keine kleinen süßen Fledermäuse. Die uns fressen wollen. Nein. Eine Tür. Es war eine Tür abgebildet auf dem Bild. Ich weiß das. Ich glaube sogar mit einem Schloss. Aber wir haben drei Schlüssel. Und alle Türen, die ich bisher gesehen habe, hatten kein Schloss. Wir können ja mal gucken. Hier liegt die Tiara. Schöne Tiara. Das ist trotzdem fast zum Verzweifeln. Hallo? Wir kommen nicht nach oben. Wir sind auf diese paar Räume hier überall begrenzt. Aber irgendwie kommen wir trotzdem nicht weiter. Bin fast ein wenig verwirrt. Was für ein Anblick. Ja, das kenne ich schon. Ich muss jetzt doch mal gucken. Was ist das? Betritt das Gewächshaus. Da waren wir doch gerade schon. Wir haben doch nichts zum Kaputtmachen. Ich muss die Kette zerschneiden, wenn ich die Tür öffnen will. Ja, aber wir haben doch nichts zum Zerschneiden. Und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Wie soll ich diese Kette zerschneiden? Doch nicht einfach mit dem Paddel. Hätte mich jetzt gewundert. Habe ich irgendwo was übersehen? Eine Schere oder was ist das? Ein Vogelkäfig. Nicht erkennen. Ha, Leute, da oben ist ein Totenkopf, ne? Wir haben Skelettschlüssel gehabt. Oh, meine Güte. Hier drin haben wir jetzt bestimmt einen Bolzenschneider. Genau. Aber ich habe gerade echt nicht mitgedacht. Ich habe den Totenkopf zweimal angeklickt vorhin. Oder einmal und... Nein, ich habe total verpeilt, dass wir diesen Schlüssel hatten. Obwohl wir den gerade erst zusammengebaut haben. So, wir haben das zerschnitten und schließen natürlich das Gewächshaus auf. Dieses werden wir allerdings leider erst in der nächsten Folge erkunden. Ich wünsche euch hiermit dann noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!